Es darf man den Vergleich nicht zu weit führen, ich tue es trotzdem. Wir nehmen den Schwamm aus dem Wasser raus und sehen, wie das Wasser aus dem Schwamm zurück in den Eimer tropft. So verlassen wir das Leben oder Prana. Ja? Wenn der Geist auf der physischen oder astrale Ebene aufsteigt. Natürlich habe ich dem Wasser jetzt nicht die Eigenschaft unterstellt dessen, was wirklich geschieht. Dass das Wasser sozusagen den Schwamm herauspresst. Ja? Denn das ist, was wirklich geschieht. Prana drückt so lange, bis die Monade da nicht mehr existieren kann und den Gegendruck nicht standhält. Ja? Sogar ein Meister muss das erfahren, meine Lieben. Auch die Meistermonade kann nicht ewig leben. Das Prana drängt den Meister zurück auf die astrale Ebene, da verbleibt er. Wie steht es mit der astralen Ebene, mit dem Prana? Selbstverständlich drückt die astrale Ebene auch. Alles drückt hin zu Nirvana, meine Lieben, zum Urgrund. Dem unterliegt zunächst einmal die Auflösung aller Strukturen. Im Falle eines Bodhisattva, eines Buddha, wird diese Struktur auch aufgelöst. Natürlich nicht gleich, die hält ja sehr lange, wissen wir. Ja? So, und wenn man den Astralen, wir sagen zwar, und ihr müsst das immer mit ein bisschen Bedacht lesen, wenn das Buch des Lichts schreibt, wir verlassen den astralen Körper. Gibt es viele Diskussionen bei Theosophen. Zieht die Monade sich zurück oder drückt es uns raus? Was wohl? Ja? Einerseits kann man sagen, dass die Monade sehr lange klammert im Mineralreich. Das Mineralreich drückt auch und presst auch, aber die Monade ist lange da und es dauert sehr lange, bis ein Stück Gold sich auflöst oder ein Stein. Ja? Oder andere mineralische Strukturen. In welchem interaktiven Kooperation wirkt das Ganze? Halb zog sie ihn, halb sank er hin, wie es so schön poetisch heißt. Zieht die Monade sich zurück oder drückt das Naturreich? Man kann sagen, dass da in beiden Dingen erfahrungsgemäß dann etwas stattfindet. Wenn die Meistermonade weiß wird, ich habe den Körper 1000 Jahre. So. Und auch dann ist die Gegenkraft stark, da wird der Meister sich wahrscheinlich von selber zurückziehen. Oder vielleicht davor. Ja? Tja, mein Lieben. Wir berühren mystische, mysterische Einweihungsebenen. Wir befinden uns gerade jetzt in der Halle der Einweihung. Ja? Was ist mit Antahkarana? Antahkarana. Das ist diese Verbindung zu Himmel oder Hölle, zu hoch oder niedrig, zur Monade oder nach runter ins manassische, niedermanassische Reich. Kein Körper ist ohne Sucht und Begehr. Ja? Dieses Antahkarana, meine Lieben, haben wir selbst geschaffen. Nehmen wir an, ein Mensch hatte ein sehr böses, niedriges, den Sinnen ergebenes Leben. Hat er für eine Weile genossen, mit Hilfe von Dämonen, mit Hilfe von Hütern. So, da hat er da eine Verbindung hergestellt, ja, zu dieser Ebene. Ein Antahkarana. Wenn er reinkarniert, erwartet ihn diese Schleuse. Ja, Entschuldigung. Man kann doch einen Massenmörder nicht glauben, wenn er zig Leute umgebracht hat, dass da ein Jesus kommt, ihn erlöst und er kommt in den Himmel. Geht denn sowas? Nur so, ohne einfach so? Nein, 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 nein. Jetzt könnte man einwenden, aber der Mörder beim Buddha, der hat doch auch Nirvana erlangt. Ja, durch eigene Einsicht, durch eigene Anstrengung geleitet vom Erhabenen. Aber doch nicht so, wie die Kirche uns verspricht, du brauchst nur bereuen und alles wird gut.
Seht ihr, meine Lieben, wie wichtig die Lehre von Antahkarana ist. Wir schaffen Antahkarana, wenn wir zum Geist denken, aufwärts oder abwärts in die Materie. Das ist die Schleuse zu Himmel oder Hölle oder zu der Mittelebene, zur Erde und natürlich auch zur nächsten Kette und so weiter und so weiter. Antahkarana verbindet das niedere Denken mit dem höheren Manas und vice versa. Und so schaffen wir mit unseren Gedanken und Handlungen eine Verbindung vom Niederen zum Höheren. Wir sind da Schöpfer von Antahkarana. Was ist natürlich die beste Möglichkeit, gutes Antahkarana zu schaffen, sogar in Schwingung, die Mantra, die schafft Antahkarana. Om Mani Padme Om. Und ihr wisst, meine Lieben, ich kriege immer wieder E-Mails. Lieber Lanu, danke dir für das Om. Habe ich auf YouTube, haben wir doch da. Glückseligkeit des Om. Ja? Sobald ich das mache, fange ich an zu kichern. Das ist Antahkarana. Warum kichere ich denn da? Na, weil die oben alle kichern, in den sogenannten jetzt oberen Ebenen der Glückseligkeit. Die brauchen gar nichts. Wovon ernähren die sich? Von Glückseligkeit. Wovon ernähren sich die unteren? Von Hass. So funktioniert die Maschine. Meine Lieben, man fragt mich, was ist das siebente Prinzip? Ist es der Körper? Jein. Aufpassen jetzt, ist wichtig. Und wenn wir das Buch des Lichts lesen, da steht drin, der Körper ist das siebente Prinzip. Da steht aber auch was anderes drin. Wir müssen offen sein, wenn wir das Buch des Lichts lesen. Es kommt darauf an, von welcher Bewusstseinsebene wir etwas sehen. Unterschiedliche Bewusstseinsebene ermöglichen unterschiedliche Interpretationen. Klingt zwar widersprüchlich, aber wir können es vergleichen mit dem Rätsel der Fünftrunder, die unter uns sind. Buddha war zum Beispiel ein Fünftrunder, obwohl wir erst in der vierten Runde sind. Ist der physische Körper das siebente Prinzip? Ja und nein. Und ich will jetzt mal ein bisschen detailliert darauf eingehen. Das ist so, weil wir physische Atome und Moleküle haben, die auf und um das Astral gezogen sind und sich damit vermischen. Dann ist das Astral, welches tatsächlich das Siebente ist, aufgespaltet in seinen physischen und astralen Teil. In seinen physischen und astralen Teil. Was ist das erste Prinzip? Das aurische Ei. Der Grund, warum ich den Menschen als siebenfältig und nicht als achtfältig, wie ich es aber trotzdem manchmal tue, erklärt habe, ist folgendes. Der Mensch ist Geist, Geistseele, Denken, Tierseele, Astralkörper, Energiekörper, physischer Körper. Sieben. Ja? Aber im Zentrum dieses Sieben ist natürlich die Monade, nicht als Reflexion, sondern dann kann man schon sagen, monadisch und deren Reflexion dann diese, die ich hier benannt habe. Ja? Wir haben also Geist, Geistseele, Denken, Tierseele, Astralkörper, Energiekörper, physischer. Da ist der physische der siebente, der sieben, ja? Aber nur, weil ich jetzt das Allerheiligste, also das Monadische, welches aurisch eige Struktur hat, die dann den ganzen Menschen noch umgibt, nicht erwähnt habe, in dem Falle mal.
Und natürlich kann man den Menschen, wenn jemand kommt und sagt, der Mensch ist 7, ist 10, ist 8, ist 3, ist 12, stimmt alles. Wir wollen uns nicht zu sehr an den Hüllen aufhängen, meine Lieben, sondern uns lieber mehr mit der Monade befassen. Und die hat unterschiedliche Hüllen. Ja? Bei manchen, bei Heiligen, zum Beispiel Meister und so, ist das Physische so interblendet, wie es im Englischen heißt, so eins mit dem Geistigen, dass man fast sagen kann, der Meister ist nur 3. Geist, Seele, Körper. Nicht wahr? Zentrum, die Monade. Also locker bleiben, meine Lieben. Und nicht hier jetzt den Menschen ansehen und sagen, Augenblick, eine Hülle abschälen, zweite Hülle abschälen, dritte Hülle. So ist das nicht. Ja? Der eigentliche, einzig reinkarnierende, unsterbliche Faktor ist im Menschen, ja, wenn wir das so nehmen, zugleich, je nachdem, welche Entwicklung der Mensch auch hatte, der Behälter von 311 Billionen Jahren Karma oder die Gesamtsumme des Karma des Menschen überhaupt. Ja? Und Karma tropft sozusagen aus dem aurischen Ei auf die Wesenheit immer und immer wieder. Aber, meine Lieben, Gott, wie man so schön sagt, gibt uns nie mehr, als wir tragen können, obwohl das Leid doch so dominiert in unserer Welt. Und so kann man sagen, vom aurischen Ei gesehen, in Wahrheit, ja, ist das das Erste, ist der Mensch achtfältig, wäre eine Möglichkeit. Und selbst dann könnte man sagen, aurisches Ei, Geist, Geistseele, Denken, Tierseele, Lebenskraftkörper, astralphysischer Körper, ja, haben wir wieder 7. Ich habe das aurische Ei im Buch des Lichts nicht so genau und oft erwähnt, aus verschiedenen Gründen, ja, und eigentlich hätte ich es nie erwähnen sollen. Ich habe nämlich dann nur es in der Zeichnung so wunderbar gezeigt von Dr. Abu Raya, dieses aurische Ei gezeigt. Ja? Eigentlich ist das heiligste Raum, sollte man nicht tun. Ich tue es doch. Ich habe es getan. Wann werden wir Manasaputras zurück zur Lehre? Auch jetzt. Natürlich war das auch die Lehre, aber... 5. Runde. Ja? Wenn wir dann, meine Lieben, ich frage euch was, unsere Astralkörper einer neuen Menschheit opfern oder geopfert haben und unser Mentalkörper, wo sind wir dann? Wer weiß es? In Nirvana? Oder, ich werfe es einfach in den Raum, wir schweben als oder wir existieren als Pukka durch den Weltenraum. Ja? Na gut, das lasse ich jetzt mal so dahingestellt. So dahingestellt sein. Ja. Wir wissen, dass wir unsere astralen Selbste opfern, wie der Mond einst sein Selbst astral und seine Prinzipien im Kamarupa der Erde geopfert hat und die anderen mentalen Aspekte und so weiter. Na, das ist alles im Buch des Lichts. Meine Lieben, schaut mal, wenn ein Komet zum Beispiel dazu bestimmt ist, ein Solarmanvantara oder für ein Solarmanvantara eine Sonne zu werden. Dann kühlt er ab, findet sein Leierbett im Weltenraum wieder, zieht andere Planeten um sich herum an und bildet so ein neues Sonnensystem.